Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr es im Titel schon erkannt habt, gibt es heute wieder ein neues Reiter-Lifehack-Video. Das hat euch ja so gut gefallen. Es hat mittlerweile sogar um die 60.000 Klicks. Ein riesen Dank dafür. Und an dieser Stelle auch ein riesen Dank. Wir sind mittlerweile schon über 5.000. Oh mein Gott, wie krass ist das bitte? Es ist so, oh mein Gott, ich freue mich so. Und deshalb gibt es heute den zweiten Teil der Reiter-Lifehacks und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Der erste Lifehack ist besonders gut für den Winter, wenn es kalt ist und ihr eurem Pferd mal etwas wirklich Gutes tun wollt. Dafür braucht ihr ganz einfach ganz normalen Pfefferminztee und Heukops zum Einweichen. Dann nehmt ihr 2 bis 3 Pfefferminzteebeutel und tut die in einen Eimer. Diesen Eimer befüllt ihr dann mit warmem, aber nicht zu heißem Wasser. Achtet darauf, dass es nicht zu viel ist. Diesen Tee kippt ihr dann über eure Heukops und lasst sie ziehen. Wenn das Ganze fertig ist, nehmt ihr den Tee, der noch übrig geblieben ist, kippt das darüber und dann könnt ihr da noch wahlweise etwas Obst darüber schneiden. Und ich verspreche euch, euer Pferd wird es lieben und im Winter ist es auch sehr schön warm. Im zweiten Lifehack geht es um euren Helm. Und zwar, wenn ihr beim Reiten schwitzt, ist das als allererstes sehr unhygienisch. Und zweitens fängt das nach einer Zeit auch an, unangenehm zu riechen. Und da nehmt ihr einfach ganz normales Desinfektionsspray und sprüht das oben in eure Polster vom Helm rein. Und das wird den Geruch mindern und ganz verschwinden lassen. Und außerdem ist es dazu noch sehr hygienisch. Im dritten Lifehack geht es nochmal um die Hufe. Und zwar hatte ich im letzten Video schon den Lifehack mit der Zwiebel gezeigt. Und diesmal braucht ihr dafür einfach nur eine Limette und auch nochmal ein Messer. Und dann schneidet ihr, wie bei der Zwiebel, einfach die Limette auf und reibt nun damit die Hufe ein. Dies ersetzt Huföl, aber das solltet ihr natürlich auch nicht zu oft machen, weil es natürlich auch eine Säure ist und auf Dauer ist das nicht gut für die Hufe. Aber wenn ihr das ab und an mal macht, ist das überhaupt nicht schlimm und außerdem riecht es überhaupt nicht so wie die Zwiebel. Der vierte Lifehack ist ganz besonders interessant für die Leute, die Pferde haben, die sich am Schweif schubbern. Hierfür benötigt ihr einfach Babyöl und einen alten Schwamm. Das Babyöl gebt ihr dann auf euren alten Schwamm oder wie in meinem Fall ein altes Tuch. Und nun geht ihr an die Schweifhaut und reibt das Babyöl da ordentlich ein. Somit wird der Schweif mit Feuchtigkeit versorgt. Falls ihr nicht mehr genug habt, nehmt ihr euch nochmal was Neues nach. Und somit versucht ihr, die ganze Schweifhaut mit Babyöl einzuölen. Und somit wird die Haut gerade im Winter dort mit viel Feuchtigkeit versorgt und eure Pferde hören sich auf zu schubbern. Der fünfte Lifehack ist gerade für den Winter gut, wenn die Pferde nicht mehr so viel auf die Wiesen kommen und jetzt aufs Paddock müssen und das Paddock oder die Wiese auch mal matschig ist. Hierfür braucht ihr einfach Babypuder und das Babypuder gebt ihr dann einfach in die Fesselbeugen, da diese im Schlamm sehr schnell von Mauke befallen werden können und das Babypuder beugt diesem einfach vor, weil es die Fesseln wieder trocken legt und sie gleichzeitig trotzdem pflegt. Das solltet ihr natürlich nicht jeden Tag machen und das ist auch nur nötig bei Pferden, die schnell zum Mauke neigen oder halt die viel auf matschigen Paddocks stehen, aber es ist auch so mal ganz gut. Kommen wir nun auch schon zum sechsten und letzten Lifehack und hier dreht es sich um Kaugummi. Wenn ihr vor einer Prüfung sehr nervös seid wie ich, könnt ihr einfach ein Kaugummi kauen und das wird eure Nervosität senken. Allerdings solltet ihr das Kaugummi vorm Reiten natürlich wieder ausspucken.